Achso, ne, Stein kommt schon noch drauf. Da war ich wieder ein bisschen voreilig. Man kennt mich ja so. Vielleicht baue ich hier auch noch so ein kleines Orchester rein, so eine Oper. Da können wir uns dann, oder Musical, da können wir uns hier König der Löwen anschauen. Das muss man ja auch unbedingt gemacht haben. Weiß ja jeder. Ich bekenne mich schuldig, habe ich noch nicht. Habe ich aber auch irgendwie gar nicht so vor, ist jetzt dann doch nicht so meins. Da gibt es dann doch spannendere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Wie zum Beispiel, was esse ich heute? Das sind so Themen, darüber sollte man mal diskutieren. Und nicht über irgendwelche Musicals. Vielleicht mache ich mich da jetzt auch unbeliebt. Die können ja gut sein, aber für mich ist es nichts. Und das ist auch völlig okay. So, hier könnte man schon fast alles endgültig aufwerten. Dann mache ich mich jetzt doch so langsam schon mal an die Decke, weil da drüben fühle ich mich langsam eingeengt. Ist auch cool, dass der Ton lauter wird, je näher der Block dran ist, an dem ich rumklopfe. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Und am Ende haben wir hier so einen richtigen Atomschutzbunker. Ist ja auch kaum übertrieben. Ich meine, gut, man muss sich schon irgendwie vor den Zombies hier schützen, also da kann sie ja nichts sagen. Ach, da fehlt ja eh noch einer. Aber die Ausdauer hat, wie man sieht, sowieso schon wieder keine Lust mehr. Die kriegt dann erstmal ihre Kündigung. Und ich hoffe, also für euch ist das ja schon ein paar Tage her, ihr habt es wahrscheinlich alle mitverfolgt, treu wie ihr seid. Aber für mich ist es ja erst morgen. Morgen beginnt der 24-Stunden-Stream und ich habe mir dafür nochmal ein zweites Mikrofon bestellt, weil ich ja nicht alleine streame und ich bete wirklich, dass es rechtzeitig ankommt. Da war ich leider, muss ich zugeben, ja, ein bisschen auf den letzten Drücker wieder. Ich meine, darüber nachgedacht, ein zweites Mikro zu holen, habe ich schon oft, aber der Grund hat halt so ein bisschen gefehlt und jetzt hatte ich halt den Grund, aber habe wohl etwas zu lange gezögert. Weil ich auch ein Idiot bin manchmal. Aber das ist okay. Es gibt Leute, die mögen das, dass ich halt so ein Idiot bin und ständig Scheiße laber und schon wieder Hunger hab. Und ja, ich rede schon wieder wirres Zeug. Ich werde langsam alt und senil. Zumindest habe ich das Gefühl. Komm, mach mal hier so ein Powerschlag. Zack. Bringt ihr überhaupt mehr? Ja, ist okay. Aber das zieht halt auch Ausdauer ohne Ende. Dann mache ich das doch lieber so. Weil so groß ist der Unterschied dazwischen dann doch nicht. Zwischen dem Powerschlag und dem ganz normalen. Und ich würde jetzt mich wirklich gerne umbringen, einfach für Stamina. Und ich denke auch tatsächlich, dass ich das gleich tun werde. Ach nee, komm, das nervt mich echt. Wollen wir den Schlafsack, den legen wir einfach uns gleich hier unten rein. So, hier einen Schraubenschlüssel brauche ich gerade sowieso nicht. Dann probieren wir jetzt nochmal eine kreative Art auszusterben. Und zwar verbrennen. Oh, ich hätte gar keinen neu machen müssen. Ich hätte einfach den oben aufheben können. Komm, brenn. Oh, aua, aua, aua. Das ist aber warm. Die Fußbodenheizung. Ja, super, ist aber auch.
Ich muss bloß rechtzeitig runter, damit hier mein Inventar nicht verbrennt. Au, heiß. Ah. Autsch. Au, 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 au. Ich bin die menschliche Fackel. Bewerbung an die Avengers geht raus. Komm, stirb einfach. Stamina ist im Keller, aber Leben war halt fast voll. Und ich hoffe dann, dass ich jetzt auch bei dem Schlafsack hier erscheine und nicht doch bei dem oben. Das wäre irgendwie blöd. Sag mal, kannst du mal schneller sterben? Also hier bei der Hexenverbrennung, die haben auch nicht so ewig rumgetan. Die hast du angezündet, da hat das ganz kurz plopp gemacht, als so die Haut aufgeplatzt ist. Und dann war gut. Ja, da sind wir erfolgreich verbrannt. Welch kreative Art für einen Selbstmord. Und guck mal, die Leiche qualmt sogar noch. Wie schön. Jetzt müsste hier ein ganz großer, hier müsste eigentlich jetzt ganz groß stehen. Du bist einfach nur dumm. Okay, aber es hat geklappt. Wir sind gleich hier unten. Das geht schneller, als ständig wieder zu beleben. Beziehungsweise hier Essen und Trinken zu verschwenden. Also warum man sich selber umbringen kann, dass man das so einbaut, das verstehe ich nicht. Echt nicht. Das war vielleicht nicht unbedingt der klügste Schachzug. Weil damit ist Essen und Trinken eigentlich absolut hinfällig. Ja, man verliert immer so ein bisschen Erfahrungspunkte, aber das kann man eigentlich auch ganz gut verkraften. Lü, 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 lü. Jetzt mach ich mal ein paar Powerschläge. Ja, sehr viel schneller geht's aber nicht. Außer, dass eben die Ausdauer sofort völlig tot ist. Macht ganze 3 Schläge oder so aus. Also da ist ja wohl wirklich drauf gepfiffen. Ja, ja. Und langsam, aber sicher, da fällt einem halt auch irgendwie gar nicht mehr so richtig ein, worüber man hier themenbezogen zu dem, also es muss ja irgendwie thematisch zum Spiel passen, was man da überhaupt noch so groß erzählen soll. Das ist einfach, ja. Ich habe so ein bisschen inzwischen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte natürlich auch über die Spiele, die ich hier zeige, etwas rezensieren. Ich habe so ein bisschen, ja, den Spaß dran verloren. Diesen Moment, wo man sagt, oh, ich mache jetzt einen Rechner an, ich habe richtig Bock, 7 Days to Die zu spielen. Hatte ich am Anfang, aber jetzt so inzwischen, wo halt auch das Bauen in dem Ausmaß, wo man eben mit der Zeit bauen muss oder möchte, und das dauert halt einfach immer länger. Ja, das nimmt irgendwo auf lange Sicht dann doch die Lust. Ich meine, so ein bisschen hat ja das Spiel noch eine Chance. Wie gesagt, ein paar Folgen werden es ja noch werden. Vielleicht passiert ja noch irgendwas Spannendes, wo ich dann sage, ach, jetzt macht es doch wieder richtig Spaß. Aber so wie es momentan ist, ja, ich glaube da noch nicht so ganz dran. Aber immerhin waren wir so um die 2 Monate dabei. Das ist ja auch nicht ohne. Und dann wird es aber auch Zeit mal wieder für was Neues. Und die Musik wird natürlich auch nicht besser. Ich sollte ganz dringend mal meine grundsätzlichen Playlists für die Let's Plays überarbeiten. Ja. Irgendwas Horrormäßiges noch. Die Minecraft-Playlist ist inzwischen auch schon wieder ausgelutscht, obwohl da inzwischen schon einige Lieder dazugekommen sind. Das wird halt trotzdem nicht spannender. Los. Hau zu. Ach so, muss schon wieder repariert werden. Das geht aber auch verdammt schnell. Jedes Mal ist die Spitzhacke hier kaputt, Mensch.
Weißt du, kaum benutzt. Ich glaube, die gehe ich umtauschen. Das ist ja... Man kann es als Hobbyhandwerker benutzen, aber nicht, wenn du hier im Bergwerk schuftest. Das ist einfach minderwertige Qualität. Und mit sowas möchte ich mich hier nicht rumschlagen. So, ich gehe mal davon aus, den Raum hier machen wir noch fertig und dann wird, denke ich, auch schon ziemlich Schluss sein für heute. Für diese Aufnahme. Aber reicht ja auch. Aber bin ich dann nicht eigentlich schon hoch genug? Da bin ich noch nicht. Da muss ich nochmal. Da muss ich nochmal Spitzhacke anlegen hier. Dann mach mal erst die Decke, weil dann kann die in der Zeit schon so ein bisschen nach aushärten. Dann können wir dann nämlich gleich weitermachen. Also dann können wir gleich die zweite Schicht Beton drauf klatschen, aber ich denke, da werden wir erstmal von oben noch ein bisschen was holen müssen. Weil in der Kiste ist, glaube ich, auch nicht so viel, oder? Wobei, na, ich schau gleich nach. Gruselig und bedrohliche Musik und dummer Gesang, la la la. Aber worüber ich richtig froh bin, was es hier zum Glück nicht gibt, Baby-Zombies und Creeper. Weil ich bin da absolut dagegen. Die Baby-Zombies wären ja nicht mal schlimm, wenn die nicht so rennen würden. Manchmal hasse ich Minecraft einfach dafür, dass es so gemein zu mir ist. Wobei es auch schrecklich ist, dass hier die in der Nacht so rennen können. Man ist es so gewohnt, weil man ja nachts eigentlich nicht draußen ist. Tagsüber, da sind die so total gemütlich, da haust du halt mal schnell drauf und dann gut ist. Dann läufst du einmal nachts spazieren, weil du nicht schlafen kannst oder so und dann zack, rennen die wieder hinterher und wollen dir irgendwas andrehen. Meistens ihre Krankheiten. Ja, weiß ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Ach, da fehlt noch eins. Ist ja auch irgendwo ein bisschen aufdringlich und unhöflich. Ich hätte diese Krankheiten nicht unbedingt gebraucht. Da gibt's, denke ich, ansprechendere Krankheiten für mich. Fettleibigkeit zum Beispiel. Da hatte ich schon ein bisschen Bock drauf. Wobei, nee, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich würde gern ein ganzes Stück mehr wiegen. So 10, 15 Kilo wären schon ganz cool. Weil ich bin halt echt, ich bin halt auch dezent runter. Aber fettleibig sein möchte ich, glaube ich, doch nicht. Ich weiß nicht, ob das geil wäre. Wenn ich dann kaum die Treppen zu meiner Wohnung hochkäme, ohne an Atemnot zu leiden. Ach nein. Nein. Da habe ich schon wieder einen übersehen. Der hat sich aber auch gut versteckt. Der Schlingel. So, jetzt. Einmal schön die Decke da reinzimmern. Dü. Dann hätten wir zumindest einen Raum schon komplett fertig. Außer halt vielleicht noch so ein bisschen Einrichtung. Und eine sinnvollere Beleuchtung als ein Lagerfeuer. Weil die ist wirklich nicht gerade sinnvoll. So, alles noch schön aufwerten. Und dann können wir nämlich in der nächsten Aufnahme hier die Betonschicht zur nächstbesseren aufwerten und dann gleich die zweite drunter ziehen. Und dann ist der Raum fertig. Wobei so ein sehr hoher Raum, so wie er jetzt ist, auch schon ganz geil wirkt. Aber drei Blöcke sind, denke ich, ausreichend. Dam, da, dam.
Unterbeton reichen. Das und noch viel mehr. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nein, Spaß. So ein Blödsinn mache ich nicht. Wobei, ja, vielleicht eines Tages. Wenn ich dann so richtig Fame bin. Und dann jeder sagt, der Karl, ja, den kenne ich, der ist voll cool. Ja, man muss ja auch träumen dürfen. Manchmal träume ich auch ganz andere Sachen. Von Pizza und Burgern und Milchshakes. Oh, ich stehe einfach auf Milchshakes. Wow. Ach, da ist ja, stimmt ja, da ist ja, da ist ja ein Lagerfeuer. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ach, da habe ich schon wieder was vergessen. Ich bin allgemein manchmal sehr voreilig hier. Das dauert halt seine Zeit. Hat so ein bisschen was von Marmor eigentlich hier. Farblich auch. Und so eine ganz leichte Maserung drin. Also ich finde, wie Beton schaut das jetzt nicht unbedingt aus. Also der graue, ja. Aber wenn er dann ausgehärtet ist, nicht mehr so sehr. Mal Beton. Ich hoffe, wir haben noch welchen unten. Ja, haben wir. Noch ein kleines bisschen. So 3000. Also wirklich nicht mehr viel. Fraglich ist dann fast eher, ob das Holz reicht. Weil davon haben wir jetzt auch schon einiges verschleudert. Aber wir haben es auch gleich geschafft. Also wir brauchen ja gar nicht mehr so viel davon. So, hier noch. Dann die Wand. Und dann ist gut. Reicht ja auch. Weil der Beton braucht auch seine Zeit, um hier auszuhärten. Das kann er dann in der Zeit, wo ich nicht spiele. Das wäre echt cool, wenn das auch funktionieren würde, dass so Sachen wie Aushärten zum Beispiel oder Sachen brutzeln auch funktionieren, wenn man nicht mehr im Spiel ist. Das würde auf jeden Fall einiges an Zeit sparen. Oh, da habe ich schon wieder Blödsinn gemacht. Da habe ich aber was vergessen. Sowas aber auch. So, die in der Ecke muss ich gleich aufwerten. So, dann hier noch die Holzrahmen rein. Und dann haben wir es ja gleich. Dasselbe dann praktisch irgendwann noch mit dem Lagerhaus, in der Mitte mit dem Flur. Und sehr viel mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Wie gesagt, das mit den Feldern funktioniert ja leider nicht. Was ich persönlich wirklich sehr schade finde. Oh, Level 33. Dann mache ich hier mal eben noch einmal Stärke. Das heißt, mit dem nächsten Level können wir dann die Level 5 Spitzhacke schon machen. Dann geht das Abbauen hoffentlich ein ganzes Stück schneller. Das heißt dann wahrscheinlich spätestens, wenn wir im Lagerraum anfangen, alles auszubauen,
kriegen wir geiles Werkzeug. Dann schmeiße ich aber hier auch die Schaufel weg. Die Feuerwehraxt, ja, ist eigentlich schade drum, ne? Die haben wir noch gar nicht so lang. Aber Eisen ist ja inzwischen auch nicht mehr das Problem. Das war ja früher schlimm. Oh Gott, wir konnten keine Werkzeuge machen, weil wir hatten zu wenig Eisen. Aber das ist ja Schnee von gestern. Gut, hier noch. Dubidubdubdu. Wenn das Holz jetzt wegen den vier Blöcken nicht mehr reicht, raste ich übrigens aus. Ich glaube, dann schiebe ich meinem Bildschirm die Faust durch sich hindurch. Mit voller Wucht. Dass ich praktisch dann in der Mauer dahinter auch so einen richtigen Riss drin habe. Wie wenn hier ein Zombie angreift. Aber sieht, glaube ich, gut aus. Jawohl. Dein Glück, Bildschirm. Also gut, dann hätten wir das geschafft. Das kann bis zum nächsten Mal aushärten. Dann verabschiede ich mich von euch. Und ja, für euch geht es ja morgen weiter. Für mich dann so in der Woche, wenn ich dann wieder alles vergessen habe. Bis dahin, ciao.